Zwa, zwa. Kuna malobe, baby, yeah. Kuna malobe, suki, yeah. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wir essen Blumen TV, dem Sender der Ganzheitlichkeit. Und zwar dreht sich heute bei uns alles um Moringa. Moringa ist ein Blattpulver des Moringa olifera Baumes und enthält siebenmal so viel Vitamin C wie Orangen und allerlei andere Vitamine und Mineralstoffe in absolut hoher Menge. Besonders hervorzuheben beim Moringa ist, das ist uns nämlich ganz wichtig, wir wollen die Superfoods immer so unter die Lupe nehmen, dass wir bei ihnen ganz spezielle Eigenschaften entdecken, die sie besonders auszeichnen. Und bei Moringa ist da ein Pflanzenhormon hervorzuheben, das heißt Zeatin. Zeatin beschleunigt die Aufnahme anderer Nährstoffe im Körper und bei Moringa sogar um das Sechsfache. Das heißt, nehme ich Moringa zu mir und dazu was anderes, wird der Stoff sechsmal so schnell und sechsmal so gut aufgenommen. Darüber hinaus ist Moringa ein vollwertiges Nahrungsmittel. Was bedeutet das? Vollwertige Nahrungsmittel sind Nahrungsmittel, von denen man sich ausschließlich ernähren könnte, wenn es kein anderes Lebensmittel mehr auf der Erde gäbe. Nehmen wir an, es ist Krieg. Wie damals nach dem Ersten Weltkrieg haben sich die Menschen komplett von der Brennnessel ernährt. In Zukunft könnten wir das von Moringa. Und das in einer Weise, dass wir noch alle Vitalstoffe haben, die wir brauchen. Nun eine weitere Besonderheit von Moringa, die es unbedingt zu erwähnen gilt, sind die Salvesterole. Salvesterole sind Bitterstoffe, die mich auch im ersten Video den Moringa-Schatz so haben schwer runterkriegen lassen, wo ich mein Gesicht leicht verzogen habe. Das sind die Bitterstoffe und deswegen versuchen wir heute auch Moringa so zu verarbeiten, dass es schmeckt. Und dafür haben wir uns hier verschiedenste Lebensmittel rausgesucht, die ich euch mal kurz vorstellen will, um das Ganze schmackhaft zu machen. Als erstes haben wir hier ein Avocado, wenn wir wollen einen Avocado-Smoothie mit Moringa machen. Das ist so gesehen unsere Basis. Ja? Der macht ihn schön cremig und die Avocado ist eines der wenigen Lebensmittel, das Vitamin D enthält. Besonders beim Herbsteingang jetzt ist es ganz wichtig, die Sonne wird immer weniger und der Körper braucht Vitamin D für verschiedenste Stoffwechselprozesse. Darüber hinaus steht die Avocado in Verdacht, für dicke Leute, die abnehmen wollen, nicht in Frage zu kommen. Das ist völlig falsch. Bei der Avocado funktionieren die natürlichen Sättigungsmechanismen. Das heißt, man ist satt, wenn man eine isst. Man hat ungesättigte Fettsäure, Vitamin D und viele Ballaststoffe. Sie ist also sehr, sehr gesund. Lasst euch da bloß nichts einreden. Genauso wie die Banane, genauso wie Nüsse sind diese Lebensmittel sehr gesund. Nur die Industrie hat Angst davor, weil sie uns tatsächlich satt machen. Ja? Merkt euch das. Darüber hinaus haben wir natürlich ganz wichtig für mich eine Zitrone. Zitronen geben dem Smoothie diese frische Note und daher sehr, sehr wichtig. Dann ein Apfel, den haben wir saisonal gewählt. Wir können natürlich auch eine Birne nehmen und in dem Fall, wir machen beides. Wichtig ist aber immer, dass es Bio-Lebensmittel sind. Und dazu erkläre ich euch mal ganz kurz was, weil das ist sehr wichtig. Bio-Lebensmittel sind nicht nur besser, weil sie nicht mit Pestiziden aufgezogen werden und Düngemitteln, sondern auch, weil ihre Struktur die ganz andere hat als die einer normalen. Und hier schauen wir uns gerade mal in dem Buch. Ups. Die unsichtbare Kraft der Pflanzen wird die Struktur der Lebensmittel gezeigt. Ich habe hier mal die Avocado aufgeschlagen, damit ihr seht, wie eine Nicht-Bio-Avocado, wie die Struktur von ihr aussieht und wie eine Bio-Avocado, was für wunderbare harmonische Muster sie ausformt. Das könnt ihr alles in diesem Buch nochmal nachrecherchieren, um auch zu sehen, um euch auch selbst zu überzeugen, was Bio-Lebensmittel alles für Vorteile hat. Uns geht es darum, ganzheitlich zu bleiben. Deswegen werden wir später auch diese Lebewesen, was sie sind, auf harmonische Art und Weise zerlegen lernen. Vorher erkläre ich euch nochmal kurz was zu den anderen Lebensmitteln, die ich hier vorbereitet habe und die wir verarbeiten werden. Und zwar zur Brennnessel hatte ich ja schon einiges gesagt. Die Brennnessel ist ein Vollwertigungsnahrungsmittel. Ihr seht da vorne diese wunderbaren Brennnesselnüsschen, die 24% Proteine besitzen und darüber hinaus sehr, sehr gut für die Entgiftung, für die Leber, für die Niere und zur Ausleitung von Schwermetallen geeignet ist. Hinzu kommt der Löwenzahn, der eben mindestens genauso ein gutes Entgiftungswunder ist und überall um uns herum wächst. Manche glauben, es sei Unkraut, ähnlich wie die Brennnessel, schneiden es weg und vernichten es, aber das Gegenteil ist der Fall. Löwenzahn und Brennnessel sind Heilkräuter, die speziell in jetziger Jahreszeit von der Natur uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir ihre Nährstoffe aufnehmen. Kommen wir zum grünen Anteil, der ganz wichtig ist bei grünen Smoothies. Und zwar sollte der grüne Anteil immer den Fruchtanteil überlagern, also weit mehr Gemüse als Fruchtanteil.
Denn sonst wird die ganze Glucose, die ganze Fructose durch, kann nur gepuffert werden. Das heißt, der ganze grüne, ganzen Bitterstoffe, die ganzen guten Stoffe werden benutzt, um die Fructose, sage ich mal, zu puffern. Daher ist es wichtig, viel, viel Grün zu verwenden. Ich habe in dem Fall mal Brokkoli, das sehr, sehr viel Sulforaphan enthält. Sulforaphan ist ein Stoff, der sich in der Krebsforschung als präventiv sehr, sehr erfolgreich erwiesen hat. Dann habe ich hier einen kleinen Rosenkohl, mein Liebling, den habe ich aus geschmacklichen Gründen rein, weil er mir einfach sehr gut schmeckt. Eine Gurke, die gibt dem Ganzen etwas Frische, enthält auch viele Ballaststoffe und sehr viel Wasser, was ganz wichtig ist. Und hier frischen Blattsalat, Blattspinat. Spinat ist ein Superfood, enthält nicht nur sehr viel Eisen, sondern auch andere wichtige Nährstoffe, wie wir noch weiter kennenlernen werden. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Zutat, der wichtigsten Zutat dieses Smoothies, und zwar unser Wasser. Dieses Wasser ist kein ganz normales Wasser, es ist Granda-Wasser. Granda, das könnt ihr mal googeln, es würde jetzt eine einzige Sendung kosten, um euch darüber mehr zu erzählen. Herr Granda war ein Mensch, der sich intensiv mit Wasser beschäftigt hat und herausgefunden hat, dass Wasser Informationen speichern und speichern kann und auf Emotionen und Strukturen reagiert. Das heißt, ein Wasser, das in einen natürlichen Flusslauf geleitet wird, hat eine ganz andere Struktur als eins, das durch Rohrleitung, wie unser Leitungswasser, verkalkte Rohrleitung mit viel Druck gepresst wird. Dieser Filter ist unter unser Waschbecken eingebaut, deswegen haben alle Smoothies, die ihr hier bei uns kauft, dieses Granda-Wasser, was natürlich auch nochmal belebend wirkt und eine ganz spezielle Wirkung hat. Das alles werden wir gleich in diesem Vitamix verarbeiten, aber bevor wir es zubereiten, gilt es was zu beachten, nämlich dass man diese Lebensmittel, die wirklich noch leben, auch wenn sie vom Baum schon abgeschnitten sind, auf harmonische Art und Weise zerkleinert. Ganz kurz mal ein Bild dazu. Ihr seht hier, die Birne, ja, ich halte es mal ganz eng davor. Ihr seht hier die Birne mit einem Gesicht drauf. Was soll das heißen? Diese Pflanzen sind Lebewesen. Das heißt, wenn wir sie zerlegen wollen und nicht wollen, dass sie nochmal Toxine ausscheidet, denn das ist die Gefahr. Ihr müsst euch vorstellen, in der Natur werden Pflanzen von Fressfeinden attackiert und wissen deswegen sich zu wehren, indem sie ganz bestimmte Giftstoffe ausscheiden, um sich zu schützen. Diese Giftstoffe machen die Pflanze dadurch unbekömmlich und lassen uns nicht so an die Nährstoffe ran, wie sie eigentlich tun würden. Deswegen nicht nur beim Pflücken und beim Zubereiten immer voller Liebe und Achtsamkeit sein. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Ich kenne es selbst. Man ist in der Hektik, aber man sollte es sich vornehmen. Und wie man die hier zerschneidet, zeige ich euch kurz. Nämlich, ihr müsst euch vorstellen, wenn man oben hier den Strunk abschneidet, den Kopf, wenn man so will, ja, hier ist das Gesicht, hier ist der Bauch, hier sind die Beine. Wenn man das oben abschneidet, das mache ich mal kurz, führe es vor, und unten abschneidet, dann könnte diese Birne, also ehrlich gesagt nicht diese Birne, sondern der Kopf, könnte theoretisch wieder eingepflanzt und weiter wachsen. Die Pflanze könnte also überleben. Diese Birne stößt somit nicht ihre ganzen Giftstoffe aus, wenn man sie dann weiterhin auf liebevolle Art und Weise zerlegt, indem man sie vielleicht noch halbiert und das auch dabei lässt und sie dann vorsichtig oder mit aller Liebe in den Vitamix tut, dann entfaltet diese Birne noch viel, viel mehr ihrer Nährstoffe. So, über den Vitamix werde ich euch gleich noch was erzählen. Vorher will ich euch noch ganz wichtig was über Pflanzen erzählen, nämlich dass Pflanzen Lebewesen sind. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, die höchsten Biosiegel zu verwenden, weil dann Pflanzen noch viel lebendiger sind als die Nicht-Bio-Produkte. Man kann sich auch mal fragen, wieso gibt es eigentlich Nicht-Bio? Bio bedeutet Leben, aber was bedeutet dann Nicht-Bio? Tod? Jeder von uns hat also die Wahl zu entscheiden zwischen Leben oder Tod, wenn man es ganz runterbrechen will. Wir entscheiden uns für lebendige Lebensmittel, die darüber hinaus Lebewesen sind, und zwar folgendes. Es gibt Versuche von einem sogenannten Cleve Baxter, der 1966 einen Lügendetektor an eine Pflanze angeschlossen hat, um herauszufinden, ob diese Pflanze elektromagnetische Oberfeldspannung der Pflanze sich verändert, wenn er sie beispielsweise erwärmt, wenn er sie erhitzt und. Und jetzt gibt euch diese Story. Dieser Steve Cleve Baxter hat also den Lügendetektor an seine Pflanze angeschlossen und hat ein Feuerzeug unter ihr angezündet und die Pflanze hat ausgeschlagen. Ja? Elektrische Leitfähigkeit extrem erhöht. Dann ist er in den Raum gegangen und hat gesagt, was könnte ich noch machen? Ach, ich könnte ja mal ein riesiges Lagerfeuer anzünden. Als er das denkt, reagiert die Pflanze und schlägt aus. Alles dokumentiert. Cleve Baxter, wenn ihr es recherchieren wollt, googelt's. Dann, was ganz Extremes, es kommt ein Besucher zu Cleve Baxter in die Wohnung. Der sagt, hi, die Pflanze schlägt aus. Dann fragt ihn der Cleve, ja, was machst du denn beruflich? Oder wie hast du irgendwie ein schlechtes Verhältnis zu Pflanzen? Dann sagt er, ja, ich bin Rasenmäher, ich bin Gärtner. Das heißt, er tötet regelmäßig Pflanzen und die Pflanzen spüren das. Die spüren, wie wir mit ihnen umgehen wollen, die spüren, was wir mit ihnen vorhaben. Die spüren sogar, ob wir sie kochen wollen oder ob wir sie rohköstlich verarbeiten wollen. Deswegen ganz wichtig, tretet in Kommunikation mit diesen Pflanzen. Und was jetzt neu entdeckt wurde, das nennt sich intuitive
Ernährungsweise, riecht mal an den Pflanzen, an den Äpfeln und Obst und den Gemüse und guckt, ob ihr überhaupt Lust darauf habt. Ja, das ist alles hier, ist sehr, ihr solltet nicht euch statisch an Rezepte halten, sondern ihr solltet gucken, was passt heute zu mir? Welches Obst und welches Gemüse verarbeite ich heute in meiner Smoothie? Das hier ist nur ein Beispiel dafür, was man machen kann. Die, eure Kreativität ist gefragt, eure Dynamik, eure Lebendigkeit, denn das ist, worauf es kommt, die Lebendigkeit wieder zu erlangen. Und das passiert natürlich durch Smoothie. Ihr seht, ich bin hier gerade im Fluss und ich bin kaum mehr zu stoppen, weil das mein Thema ist, was mich sehr fasziniert. Nun, um jetzt ganzheitlich zu bleiben, die Struktur der Lebensmittel und ihre Lebendigkeit aufrechtzuerhalten, haben wir auch den besten Mixer gewählt. Wir haben den Vitamix gewählt, weil er nicht nur unglaublich viel Power hat mit 2 PS, ja, sondern er hat darüber hinaus den Vorzug, dass er rechts rum dreht, seine Klingen drehen nicht rechts rum, und ein Torus bildet. Also andere Trichter zwar auch, aber der Torus ist die ursprünglichste Form in der Geometrie, aber auch in der Schöpfung, wenn wir uns mal unsere Galaxie anschauen oder andere Phänomene, Wirbelstürme. Die Natur arbeitet mit dem Torus, mit der Form des Toruses. Diese Form führt aber dazu, dass die hexagonale Struktur der Lebensmittel erhalten bleibt. Was bedeutet das? Diese Lebensmittel, haben wir ja schon erklärt, haben eine bestimmte Struktur, wie ich hier in dem Buch euch verdeutlicht habe und euch nochmal zeigen werde. Sie haben eine bestimmte Struktur. Diese Struktur ist ganz wichtig, weil sie über die Bekömmlichkeit über die Bekömmlichkeit der Lebensmittel entscheidet. Diese Struktur sollte erhalten werden und das kann der Vitamix. Darüber hinaus spaltet der Vitamix die Zellwände der einzelnen Zellen hier drin auf und macht euch damit die Nährstoffe darin verfügbar. Die Antioxidantien, die Mineralstoffe und die Vitamine. Wenn ich also einen Mixer empfehlen kann, dann den Vitamix. Wenn er euch zu teuer ist, nehmt ruhig euren eigenen Mixer. Nehmt ruhig auch manchmal, wenn ihr kein Geld habt oder ihr habt nicht alle Zutaten, die ihr braucht, nehmt andere Sachen, nehmt anderes Wasser. Ganz wichtig dabei ist aber, segnet es, seid achtsam dabei und ladet es mit eurer Emotion auf. Denn eure Emotion ist viel, viel stärker als all das hier. Eure Schöpferkraft kann sogar einen konventionell produzierten Apfel tatsächlich wieder eine ursprüngliche Struktur geben. Das ist kein Glaube, sondern das ist Wissenschaft. Da gibt es Masaru Emoto und andere Forscher, die das belegt haben. Falls es euch interessiert, ich werde auch darüber noch mal eine explizite Sendung machen, denn alles, was wir hier sehen, ist überwiegend aus Wasser und Wasser ist nicht nur das Lebenselixier schlechthin, sondern Wasser kann auch Informationen und Emotionen speichern. Nun machen wir einen kleinen Schnitt, meine Lieben, damit ich all diese Sachen hier auf harmonische Art und Weise zerlegen und segnen kann. Das wird zu viel Zeit kosten für das ganze Video und dann hier in den Vitamix reinmache und während ich den Vitamix anmache, ganz wichtig, halte ich meine Hand drauf und bleib dabei. Meine Achtsamkeit und meine Wahrnehmung ist auf dem Vitamix, damit ich reinfühle, wann sind sie soweit, wann sind die Zellen aufgespalten und wann ist die Nahrung, hat die Nahrung die ideale Bioverfügbarkeit. Bis dahin jetzt schon mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr werdet gleich noch viel, viel mehr lernen über den Vitamix, über den Smoothie und über Moringa natürlich. Das, die Speise der Götter. Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Wir haben jetzt den Vitamix 30 Sekunden laufen lassen und dabei unsere ganzen liebevollen Emotionen und Gedanken auf unseren Smoothie konzentriert. Nun, wir wollen mal probieren, wie das gute Stück schmeckt. Und ich schenke ihn uns mal hier ein. Ich habe schon einen Löffel bereitgelegt, denn ich werde diesen Smoothie gleich löffeln. Ihr seht, er ist ziemlich dickflüssig und so soll er eigentlich auch sein. Ja? Man sollte eigentlich einen richtigen Creamy haben. So hat es Herr Gülpen genannt. Herr Gülpen ist langer Rohköstler und hat sehr viel Erfahrung damit. Und zwar erklärt er das wie folgt. Wenn man den Smoothie trinkt, dann bleibt ein Verdauungsschritt aus, nämlich eigentlich zerkauen wir ja die Nahrung. Wenn wir die Nahrung zerkauen, reichert unser Speichel den Speisebrei mit Enzymen an. Enzyme helfen dabei, die Nahrungsteile aufzuspalten und in die Zellen zu bringen. Wenn wir ihn jetzt nicht kauen oder runterschlucken, geht ein Verdauungsschritt verloren. Wenn wir ihn aber jetzt, so wie ich, wie einen Joghurtlöffel, der schmeckt übrigens diesmal sehr gut, nur dazu, zur ersten Sendung. Jetzt kann man Moringa super gut essen. Er schmeckt nicht nur besser, weil wenn ihr löffelt, man macht es bewusster, sondern dadurch wird auch der Verdauungsschritt nicht ausgelassen. Ja? Also wenn ihr so einen cremigen Smoothie habt, ruhig löffeln. Gut, darüber hinaus solltet ihr euch, wenn ihr so einen Smoothie trinkt oder zu euch nehmt, auch immer der ganzen Nährstoffe bewusst sein. Ihr solltet daran denken, was er alles für Vitalstoffe besitzt, wie gut es euch dabei geht und die wirklich achtsam konsumieren. In dem Fall könnt ihr an Moringa denken. Wie gesagt, jetzt um Thema Sport wieder anzuschneiden. Moringa hat 20 Aminosäuren, davon 8 essentielle Aminosäuren.
So, meine Lieben, ihr habt gesehen, wir haben auch manchmal Kundschaft. In dem Fall hat die Frau den Smoothie direkt mitgenommen, weil er so klasse war. Hier ist noch ihr Probierglas und davon kriegt ihr auch jedes Mal eins, wenn ihr hier vorbeischaut. Und zwar kostenlos. Ihr könnt euch einen Smoothie zusammenstellen, ihn probieren, wir verfeinern ihn und reichern ihn mit den verschiedensten Superfoods an. Eines davon ist, wie gesagt, Moringa, das ihr auch über uns direkt beziehen könnt und über Moringa Garden. Ihr seht, mein T-Shirt ist davon und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich davon Matthias inspirieren lassen, der selbst 10 Bäume Moringa auf Teneriffa hat, hingereist ist, die Sache überprüft hat, gemerkt hat, hey, das ist super Bio-Qualität, es an sich ausprobiert hat und dadurch die Effekte erzielt hat, auf die wir noch weiter eingehen werden. In diesem Sinne, ihr könnt auch alle anderen Superfoods bei uns bestellen, wenn ihr im Internet nicht klarkommt. Ihr könnt sie hier bei uns im Shop bald direkt alle auch kaufen und lasst euch blicken, meine Lieben, dann könnt ihr das alles probieren. Teilt diese Sendung, kommt auch nächstes Mal wieder mit, wenn es heißt Gesundheitsrevolution, wir essen Blumen, Sandweg 6C und bleibt lebendig, ganz wichtig, meine Lieben, bleibt lebendig. So, meine Lieben, nächstes Mal geht's weiter mit Chiasamen, diesem heiligen Samen der Azteken. Die waren so heilig und so wertvoll, dass sie sogar als Währungsmittel eingesetzt wurden. Was die Samen besonders auszeichnet, wie man sie verarbeitet und wie man damit idealerweise Muskeln aufbauen und Fett abbauen kann, erzählen wir euch in der nächsten Sendung. Bis dahin, alles Gute, bleibt lebendig und ab jetzt, Leute, sind wir jeden Montag für euch auf Sendung. Schaltet also ein und merkt euch das. Jeden Montag, wir essen Blumen TV.